Hallo, ich zeige dir heute, wie der FlexiNap funktioniert und was alles dabei ist. Genau, wir haben einmal hier die Transportbox, da ist auch alles mit drin. Dann haben wir hier einmal die Maske, dann ist hier einmal das Steuergerät inklusive Akku und der Vernebler. Natürlich dann hier auch noch der Haltegurt, dass du das dann auch über dem Kopf anziehen kannst. Genau, am Vernebler ist hier einmal so eine kleine Kappe dran, die kannst du dann zum Vernebeln, musst du die sogar abmachen, sonst kriegst du das Stromkabel nicht drauf. Und das Stromkabel wird dann einfach zusammengesteckt, dann ist hier ein kleiner schwarzer Pfeil und dann ist der hier nämlich am Vernebler auch. Und da passen die dann wunderbar zusammen. Ich persönlich mache das immer so, dass ich alles schon vorbereite, auch das, was ich vernebeln möchte, hier schon in den Vernebler einfülle, bevor ich das dann dem Pferd über den Kopf ziehe. Genau, und zwar, ich persönlich inhaliere immer mit der Kochsalzlösung. Die kannst du natürlich bei mir auch mitkaufen. Das wäre dann eine Flasche mit 500 Milliliter. Die füllt man dann einfach hier oben ein. Macht man natürlich den Deckel drauf, sonst bringt das nicht so viel. Und dann kannst du einfach hier über diesen einen Knopf einmal drauf drücken. Dann blinkt auch hier schon die erste LED. Das heißt, es wäre jetzt auf Stufe 1. Und dann würde das hier jetzt anfangen zu vernebeln. Wenn du das etwas schneller haben möchtest, kannst du auch am Anfang öfter drauf drücken auf Stufe 2 oder Stufe 3 und dann vernebelt das einfach ein bisschen schneller. Genau, ich habe jetzt natürlich nichts drin, deswegen wird das jetzt auch gleich einmal rot leuchten, weil es sagt, hey, irgendwas stimmt da nicht, ich kann gar nichts vernebeln. Genau, und wenn du das alles fertig gemacht hast, ziehst du das dann Pferd einfach über den Kopf. Ich mache das immer so, dass ich das hier oben, dieses Band, also diesen Haltegurt, relativ lang mache. Und dann stelle ich mich einfach neben das Pferd und ziehe das einmal so über die Nüstern drüber, halte es fest, ziehe es über die Ohren und dann kann man das stramm ziehen. Genau, dann hast du noch die Möglichkeit, sollte man auch immer machen, hier unten haben wir einmal die Luftzufuhr. Die sollte man anfangs, wenn das Pferd das nicht kennt, immer offen lassen. Und dann kann man das zumachen. Genau, dass das Pferd einfach mehr von dem Nebel einatmet, als von der frischen Luft sozusagen. Meine Stute persönlich mag es nicht so, wenn das ganz zu ist. Deswegen lasse ich das immer so ein kleines Stück hier auf. Genau, wenn das vernebelt in der Zeit, ist es natürlich immer vom Vorteil, wenn man das Pferd führt im Schritt. Dadurch, dass das Pferd dann halt einfach ein bisschen mehr einatmet, beziehungsweise tiefer einatmet. Und wie zum Beispiel ich jetzt immer die Kochsalzlösung wirklich tief in die Lunge reingeht, dass es halt da wirkt, wo es auch hin soll. Genau, der Vorteil einfach an dem FlexiNap ist, man hat bis auf dieses kleine Kabel hier wirklich keine Kabel, keine Schläuche. Die Maske ist wirklich super flexibel und auch wirklich leicht und man hört es auch einfach nicht. Genau, nach dem Vernebeln, wenn alles fertig ist, einfach hier wieder einmal ausdrücken. Dann kann man das Kabel abmachen, natürlich den Pferd vorher ausziehen. Und dann, ich stelle das Kabel hier rein, dann muss man den Vernebler einmal reinigen, da hier unten eine Membran ist, die das Flüssige halt vernebelt und das muss gereinigt werden. Dafür wird hier immer dieser Frosch-Küchenreiniger mitgeliefert. Da macht man einfach mal ein, zwei Sprüher hier rein, macht das kurz zu, schüttelt es durch, dann schüttet man das wieder aus. Und dann haben wir hier noch eine Flasche destilliertes Wasser. Damit spülen wir das nochmal kurz aus. Das heißt, wir machen auch nochmal einen Schluck da rein, schütteln das kurz und schütten das wieder aus. Wenn noch ein bisschen Schaum da ist, machen wir das gerade nochmal. Dann machen wir nochmal so einen kleinen Schluck von dem destillierten Wasser hier rein. Machen wieder die Kappe zu und schließen das hier einfach nochmal kurz an, dass das einfach nochmal diese Membran von dem Salz oder den Medikamenten durchgespült wird. Das muss auch nicht viel sein, das reicht, wenn es ein kleiner Schluck ist. Einfach nur, dass das nochmal durchgespült wird, damit die Membran länger hält und nicht direkt kaputt geht. Genau, alles bis auf den Vernebler kann mit normalem Leitungswasser sauber gemacht werden. Das heißt, dafür kannst du dann hier einfach den Akku rausnehmen. Das geht manchmal ein bisschen schwer, aber besser so, als wenn es rausfallen würde. Genau, dann könntest du auch zum Beispiel hier vorne das auch nochmal abnehmen. Dann ziehst du hier am besten ein bisschen nach oben und drückst das hier vorsichtig nach unten. Und dann kannst du das ein bisschen rausdrehen. Genau, und dann einfach mit klarem Wasser einmal ausspülen. Genauso wie dann hier die Maske.
auch einmal ausspülen, damit da der Schmodder, den die Pferde oftmals da reinschnauben, einfach wieder rausgeht. Genau. Wir haben jetzt hier auch noch ein Erweiterungsset dabei für den Vernebler. Das hier sind nämlich 10 Milliliter. Sehe ich gerade, das ist hier verschwommen. Warum möchte das jetzt nicht? Ah, jetzt ist es wieder da. Genau, wir haben hier 10 Milliliter. Das kann man auch noch bis auf 30 Milliliter erweitern, dass man einfach mehr auf einmal inhalieren kann. Dafür ist hier so ein Tütchen mit dabei. Das wäre dann dieses Teil. Das steckt man dann einfach hier oben drauf. Und dann kann man hier bis zu 30 Milliliter inhalieren. Zeige ich auch nochmal nah, wie das dann aussieht. Das wäre dann der Deckel dafür. Genau, ansonsten, was noch mit dabei ist, ist hier so ein kleiner Adapter, den man hier oben drauf machen kann für so eine Art Asthma-Spray. Ja, genau, wenn man sowas bekommt, kann man das natürlich auch gerne mitnehmen oder mitmachen. Dann haben wir hier noch natürlich das Ladekabel mit dabei. Das wird dann einfach, kann man sich hier den das Steuergerät, jetzt geht's wieder, das Steuergerät bzw. den Akku rausnehmen. Dann hat man hier natürlich den Stecker und dann kann man das einfach aufladen. Und genau, natürlich ist auch immer von FlexiNeb direkt die Bedienungsanleitung nochmal mit drin. Da steht das auch nochmal super beschrieben, alles dabei. Und ansonsten kann man mich auch jederzeit anrufen. Und dann kann ich natürlich auch immer bei Problemen oder Fragen helfen. Genau, ansonsten standardgemäß mitgeliefert von mir wird natürlich immer die Maske, das Ladegerät, die Steuereinheit und der Vernebler. Genauso wie zum Reinigen der Küchenreiniger von Frosch und das destillierte Wasser. Optional kannst du dir dann natürlich noch die Kochsalzlösung mit dazu bestellen. Und bei besonderen Medikamenten, also wenn dein Tierarzt dir sagt, du sollst irgendwelche Medikamente vernebeln, dann sag Bescheid, weil manche dafür braucht man dann den schnellen Vernebler. Und dann kann man den über mich auch mitleihen. Ja, das war's dann auch eigentlich schon.